Ich fange jetzt an und Phil nicht. Moin, Phil. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Hallo! Jawohl! Phil ist am Start! Wir haben uns einen neuen Sklaven gezogen, ich böser Mensch. Den Flashbob. Der Flashbob ist mit dabei. Ja, der kann nämlich echt flashen. Geil, oder? Ja. Ich bin geflasht von diesem Flashbob. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Geflasht vom Flashbob? Krass. Ich kann einfach nur noch krass dazu sagen, weil... Das ist der flashende Flashbob, der ist die Höhle flasht. Jetzt, aufgepasst. Flashbob! Activated! Lol, wie das bitte aussieht. Also, Flashbob jetzt. Also, lol, moin, hier gibt's Pokémon. Lol. Moin. Ja! Als Spubat! Ja, aber wer hat einen Bock auf Pokémon? Stimmt eigentlich. Ja, wir wollen gar keine Pokémon. Wo geht's hier lang? Was machen wir hier eigentlich, außer den falschen Weg laufen? Wo bist denn du da gerade? Wir sind immer noch in dieser Höhle. In einer neuen wo Höhle. Wo in der Höhle, frage ich mich gerade. Wir sind in einer ganz anderen Höhle, Leute. Ich habe einfach mal die... ich habe einfach mal die Orte getauscht. Diese eine Höhle westlich vom Kindergarten. Richtig. Wo Belle das erste Kind vergraben hat. Wow. Rest in peace. Oh, a lot of trainers there. Wieso? Da ist ja auch noch... Moin! Ja. Moin, Quagsire. Da ist ja auch noch eine Flash-Höhle. Richtig, da gibt's noch einen. Und wir gehen chronologisch vor und bashen jetzt hier ein Double-Team, oder? Ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Nein, es ist nicht korrekt. Ich weiß nicht. Es ist nicht korrekt. Das ist ein einzelner Schwarzgurt, Ladies and Gentlemen. Schwarzgurt! Der Schwarzgurt mit einem Pokémon Toxic. Ist ein Toxikrad. Das ist natürlich bitter böse. Weil wir haben Hardkopf vorne. Moin, Hardkopf! Ja, Hardkopf ist natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Wahl hier. Richtig. Er wird uns vermutlich nicht angreifen können. Höchstens mit der Giftattacke, aber das wäre nicht sehr effektiv. Wir können ihn allerdings auch nicht. Also nur sehr effektiv treffen. Nee, wir haben einen Scheißdreck, haben wir. So kann man es auch ausdrücken und deswegen wechseln wir. Oder hier jemanden zu beleidigen. Wie wir einfach nur drei Sklaven jetzt mal mit am Start haben. Und zwar ja. Epic Dave, OP Mule und Flashbob. Deswegen haben wir jetzt Brace raus. Und Brace soll mit einer kurzen Attacke dieses Toxicroak aus dem Spiel nehmen. Ja, du hast schon recht, wir haben drei Sklaven am Start. Was natürlich ziemlich crazy ist. Und wir hauen unseren Dick raus, habe ich gehört. Rankeschmied von Toxicroak. Und ja, der Dick wird ausgepackt. Leute. Ich stelle mir das so crazy vor, wenn sich das gerade irgendjemand vorstellen sollte, dann tut's mir leid. So ist das nicht gemein. Aber wir müssen hier Damage machen. Lol. So, GG an Toxicroak. Gibt's ein Level-Up? Nö, ne? Nein. Nein, wir teilen uns nicht die EP. Brüderlich teilen wir uns die EP mit dem nächsten Gegner. Der Trainer ist eine Kämpferin. Jo. In dieser Höhle, dieses Mal, in diesem Part mal wieder ein bisschen mehr Trainer-Battle. Jawoll! In irgendeiner Random-Höhle. Meditalis. Meditalis können wir gut treffen mit einer, nicht mit einer Psycho-Attacke, selbstverständlich, sondern mit einer Geist-Attacke, wie zum Beispiel Shadow Ball. Die Frage ist natürlich, GG Nori oder GG Wizry, lol. GG... Nori. Aber mit einem Level-Up. Bam! You have been promoted! Hardkopf! Steigt auf in Räuber Oscars Division! Ja, den Insider musste ich nochmal raushauen. Wie sie alle. Der war wichtig. Sie nur ein Pokémon haben und go for it. Nee, ich will jetzt mein Pokémon wechseln, weil Hardkopf, nee. Level 56. Rus. Und wahrscheinlich fail ich jetzt, weil. Lol, ist sie gerade ein Schritt. Wow, die bewegt sich hier! Was geht ab? Die ist einen Schritt nach vorne gelaufen, bevor ich nach vorne gegangen bin. What the fuck? Sie will kämpfen, ich nicht, deswegen quitte ich aus diesem Match. Aber erstmal kommt Tariana. Tariana. Yo, moin. Was geht? Brace ist am Start. Ja, korrekt. Und deswegen würde ich sagen, Dragonclaw mit Stab könnte doch einiges an Schaden machen. Ja. Wenn es dieses Tariana auch nicht mit einem Hit ausknocken kann, wird es doch einiges an Damage machen. Nee. Ja. Nein, not gonna happen. Weniger als die Hälfte nur. Hariyama hält viel aus hier mit Weckruf zurückgeschlagen. Jetzt! Kicken! Ja, Critical Hit brauchen wir jetzt hier. Und dann kriegen wir, oder? Hariyama weg vom Fenster. GG, Nori, Hariyama, goes down.
hier nicht durch den Critical Hit. Critical Hit. Wer kennt es nicht? Gott Ender. Ja, jetzt überlebt dieser. Mit One Hit Point. Genau, diese Attacke ist sowas von dämlich, Ausdauer. Jetzt kann ich ihn sogar mit Crunch kicken. Wie böse das ist. LOL! Ja, es sei denn, das setzt nochmal Endo aus. Nice. Der ewige Battle of Destiny. The Eternal Battle. Noch einmal, komm schon, du Spinner. Schaff das nicht. Down he goes, ladies and gentlemen. Ich krieg jetzt ein Level up und Phil nicht. Moin, Phil. Damn! LOL. Ja, was machen wir hier? Wir spielen gegen Menschen, LOL, die Pokémon haben. Ja, genau, richtig. Das ist das Prinzip. Und wir laufen durch Höhlen und benutzen keinen Schutz. Nein, wir wollen die Pocket Monsters sehen. Wollen wilde Bronzongs sehen. Richtig. Nicht vergessen, wir haben doch die Shiny Quest, LOL. Wohl wahr, mein Freund. Wohl wahr. Und diese werden wir erfüllen. Ich bin eine Wette mit Lindeslav eingegangen, LOL. Ja, LOL. Ah, nein, das ist wichtiger, oder? Wird er der erste Common Poster sein, oder wird das Le Roi de Mort? Das ist die Frage. LOL. Ja, Leute. LOL, das ist der Hyper Potion. Hyper Potion, das bedeutet ein vergrabenes Kind. Nein, das war beim Hyperball, aka Ultra Ball in der englischen Version. Und wir finden einen Tauchball. Können wir hier überhaupt tauchen? Nein. Doch. Doch. Echt? Ah. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube ja. Was ich gibt's hier für ein Epic Monster Dicktree? Dugtrio. Oh yeah, man. Awesome. Interessiert mich überhaupt nicht. I'm about to sing a song for you. Nein. Nicht heute. Nee. So, Kollegen, wir laufen weiter. Georock. Du warst. Geodude, aka Graveler. Du hattest doch eine Geschichte mit einem Shiny Georock, oder? Ja. Ich war trainieren und habe ein wildes Georock getroffen, welches Shiny war. Und dieses wilde Georock. Ja, ich habe einen Hyperball geworfen. Es ging raus. Daraufhin setzte Georock folgende Attacke ein. Sie heißt Finale und beendete den Kampf. Und ich dachte mir nur so, und Busch hast 43, auch nicht. Hab mein DS gegen die Wand geworfen, musste mir einen neuen kaufen. Nein, das habe ich selbstverständlich nicht getan. Nein, so viel Geld, nein. So viel Geld, du hast ihn so weggepfeffert, da gab es keinen. Aber alles. Habe ich nicht. Ich habe einfach eine Schale Pilze genommen. Und zwar die Grünen. Die Grünen, die es nur im Pilzkönigreich gibt, und hab alle aufgegessen. Du böser Mensch, du! Und dann ging's wieder. Ja, da hattest du. Dann hab ich noch eine Hexe verprügelt, die mir vor kurzem meine Pilze geklaut hat, und dann war es wieder in Ordnung. Ja, du. Dann hab ich ein wildes Gastrodon getroffen in der Höhle, und das genau das passiert jetzt. Und deswegen machen wir es hier weiter. Mann, hier liegt ja gar nichts. Aber da! Ein Epic Wasser-Pokémon! Finden eine Taucherstelle. Epic Pokémon, ist es ein Shiny? Wird es ein Shiny sein? Na, not gonna happen. Das Katzen-Pokémon. Ja, wer kennt es nicht? Ja, ist richtig. Toll. Schnitzel. Ich weiß übrigens, wie unser letztes Pokémon heißen wird. Hey, was mache ich denn? Nein, es heißt nicht Schnitzel. Moin, Schnitzel. Okay, dann nenne ich in irgendeinem LP von mir mal mein Pokémon Schnitzel. Dann müsst du dich echt mal einen Sneasel fangen und den Schnitzel mit. So, ja, Focus Blast. Was denn? Focus, Alter, nice one. Das will ich aber wirklich machen. Jetzt mal serious, Bro. Den Sneasel fangen und den Schnitzel nennen. Ja, aber das mache ich in einem anderen LP. Ich weiß auch schon welches, lol. Ja, erstmal Blaze Black fertig machen, denn das dauert noch 2 Jahre, mindestens. Ja. Da freue ich mich noch auf die ganzen. Ja, doch. Ja. Lustig, hololololololol. Hier geht's noch lang. Lustig, trollololol. Nee. Doch. So geht das. Oh, diese Katze aus dem. Viskas. Viskas. Moin. Wir sind schon Profis in LP in die Länge ziehen. Ist schon mächtig. Nein. Nee. Na. Mann, das soll aufhören. Viskas. Mich mit diesem Gesicht anzuschauen aus der Hölle. Viskas ist schon ein krankes Pokémon. Ja. Es kommen einfach unendlich viele von diesen. Die Frage ist. Noch ein Viskas, by the way. Die Frage ist,
wie viele Parts drehen wir jetzt noch, in denen wir nichts machen? Außer darauf zu hoffen, dass wilde Pokémon kommen und die shiny sind. Nein, stopp. Hier war noch was. Ne, ja, Leute. Ne, das sind Ausnahmeparts gerade. Und zwar weil, ja, warum eigentlich? Ja, weil wir surfen können, deswegen. Danke. Das ist wohl wahr. Und weil wir jetzt einen Flashbob haben. Weil ich hier nochmal hoch. Warum geht Ander hier so confused durch die Gegend? Weil hier noch. Ist der Kinderfinder. Na, weil hier noch Dinge rumliegen. Ja, ihr könnt es nicht sehen, aber der Kinderfinder schlägt aus und wir finden ein Item, welches die Kraft unserer Wasserattacken erhöht. Richtig. Sofern wir es einem Pokémon geben. Und deswegen. Du bist auf den Pilz gestiegen. Nein, Beleber. Hier gibt's doch sofort eine Pilze. Hier waren. LOL in der Höhle. Hier war ein Kinkergram, Alter. Man muss nur wissen, wo es die Pilze gibt. Ah, ich muss hier da nochmal runter. Die besten. Da unten gibt's Höhlen wachsen leckere Pilze. Ja, da unten, da unten. Der Kinderfinder hat mir noch einen Pilz angezeigt. Wir haben hier Rock'n'Roll Junior. Ja, aber ich lasse ihn hier in der Höhle. Da ist er richtig glücklich und einsam. Lol. Auf jeden. Ich muss nochmal runter. Nee, muss ich gar nicht. Ich muss einen Georock bashen. Nee, muss ich auch nicht. Warte mal, stopp. Ich muss surfen. Fail. Was geht, Fail? Heißt das still? Ich sitze immer noch in der U-Bahn. Ja! Ich muss jetzt hier surfen. Und ich habe mein Headset auf und neben mir sitzt nach wie vor Jim Rayner. Nach wie vor, weil ich bin seit dem letzten Mal. Was ist das denn? Ich kenne das nicht. Das ist eine neue Attacke der 5. Generation. Sie heißt, glaube ich, Fußtritt auf Deutsch. Let's anschauen. Was war's? 47? Ja, ich glaube schon. Und ja, ist eine Kampfattacke, obviously, und ja. Sich wundert und verringert die Initiative des Gegners. Kann das überhaupt jemand erlernen? Nö, ne? Wahrscheinlich nicht. Bestimmt Epic. Ja, Epic kann alles erlernen. Kranker Scheiß. Ja. Focus Blast haben wir auch noch. Da müsste ich. Ja, da müsste ich eigentlich auch einen Sound für machen. Wenn ich schon für Fire Blast einzahlen. Hardcore Focus Blast erlernen. Hardcore? Ja, das ist eine spezielle Attacke. Das könnte man sich eigentlich überlegen, weil das einzige Problem von Focus Blast ist, dass es halt sau wenig Accuracy hat und deswegen, ja, mal schauen. Wir werden sehen. Wir haben ja in dem LP schon gesehen, wie gut sie alle treffen. Ja. Cheater. Max. Bausch! Wir sammeln aber auch alle ein. Alles klar, ja, das ist ja ein komplettes Walkthrough. Lol. Ja, es ist ja echt ein 100%. Kann man hier eigentlich sich noch mal rausschaufeln? Nee, ne? Doch. Aber natürlich. Epic! Brace, raus hier! Mit dem Kopf durch die Wand, lol. Nee, durch den Boden. Und dann hoch, oder was? Moin. Ja, nee. Ja, lol, doch. Wir sind tatsächlich da drin. Ja, siehste? Ich hab euch nicht... Was denn? Ja, ich dachte, wir wären in dieser... Nee, da geht's jetzt hin. Pilzerhöhle. Was? Ja lol, da haben wir nämlich im letzten Part aufgehört. Gut, dass ich am Anfang gesagt habe, am Anfang dieses Part, ja, diese Höhle da, westlich vom Kindergarten, ja. Da ist ja auch noch was. Richtig, da waren wir auch, ich habe euch ja auch alle getrollt. Ja, in Wahrheit waren wir da drin, lol. Ich habe euch ja alle getrollt, aber erstmal gehe ich mich heilen und dann gehe ich da rein. Ja, allen voran mich. Ja, ich weiß, gut gemacht, oder? So Leute, es ist kurz vor Mitternacht, nicht? Ah doch, kann man gelten lassen. Ja. Lol. Sieht man auch hier an der Helligkeit, warte mal. Nee, in meinen Augen, also ich finde ja, ich würde eher sagen, auf meiner Uhr ist es ja jetzt gerade 13:59 Uhr, aber... Ja, ich weiß, es ist 31:15 Uhr, ab und zu. Manchmal. Und ja, hier haben wir wieder das beliebte Pokémon... Nicht, lol. Und Phil ist lustig und ich will hier hoch. Lol, das zieh ich mir jetzt. Das wird ein Epic Wasser Pokémon. AKA. Auf jeden. AKA. Moin. Luminion! Die Entwicklung des Pokémon, das wir im letzten Part getroffen haben, nämlich Finneon. Right. Du hast dir überlegt, ob du es fangen willst. Ich hab gesagt, not gonna happen. Deswegen lieben wir es auch von diesem Luminion. Das nächste Pokémon ist... Ja, haben wir es. Die Vorentwicklung. Moin, Vorentwicklung. Und fangen wir uns jetzt mal.
Ja. Aber wir brauchen Wasser-Pokémon, lol. Und ich weiß nicht, wann wir es uns ziehen. Im nächsten Part, oder Phil? Was? Im nächsten Part ziehen wir uns das Wasser-Pokémon. Mal sehen. Gordini! Das war Peter! Hast du gelesen, im letzten Part hat sich einer einen Shiny Gordini gezogen? Hab ich gesehen. Und es wäre geil gewesen, wenn wir es auch eins getroffen hätten. Das wäre krank gewesen. Jetzt komm schon, Shiny. Jetzt! Komm! Jetzt ist komm! Komm schon! Jetzt komm mal schon! Oh, Gordini! Oh Mann! Oh. Haben wir es gehört? Ja. Wie immer Sachen runterfallen von meinem Tisch. Du bist echt krass, lol. Ja, nur weil ich meinen Tisch berühre. Ja! ja, aber wir haben ja jetzt unseren Flashbob dabei, nicht so wie im letzten Part. Flashbob, go for it! Bam! Flash! Und ja, nochmal so. Ist der Flash-Effekt. Oh, fuck, haben wir Stärke? Ja, haben wir, glaube ich. Unser OP Mule müsste das doch. Ups, warte mal. Oder? Ich bezweifle, dass ein Zickzack Stärke lernen kann. Stimmt. Ja, dann müssen wir es eben mal weiterentwickeln lassen. Leute, wer konnte den Scheiß denn nochmal? Niemand von unserem Team, oder? Doch! Und nein. Nee. Haben wir Stärke? Schau mal bitte in der TM-Box, ob wir Stärke haben. Ich glaube nämlich nicht. Doch, haben wir. Doch, das haben wir bekommen, aber niemandem beigebracht, kann es sein? Doch, hatten wir nicht Smiley am Start? Smiley konnte doch nur Cut, oder? Ich weiß nicht. Muss runter. Ja, wir haben Stärke. Mann, scheiße, dann muss mir ein Geradax ziehen, oder was? Lol. Nein, warte, ich bin mir aber sicher, dass wir in der Box hier noch einen Bob haben, der das... Lol, jetzt hören sie auch auf mich hier zu... ...ein Onyx mal wieder. Hauptsache Mass Bobs am Start haben. Ja, ich glaube, ich gehe noch mal kurz zurück und hol mir... den Bob. Ich würde sagen, das passiert auf Screen. Ja. Aber vorher ich zeig euch noch mal, wie es draußen aussieht. Lol. Ja, schöner Anblick hier, nein, schöne Grafikfehler an den Bäumen. Bis gleich. Komm, die Bäume sind epic und da verstecken sich Pilze drin, jawoll! Bis gleich, oder? Mit Error Loadings, nein Slot. Nein. Moin. Auf jeden! Moin Leute! Rock'n'Roll! Wie ihr sehen könnt, hat der Flashbob schon seine Arbeit getan. Wir haben jetzt unseren Fake Rock'n'Rolls dabei, der natürlich Stärke kann. Wie wir alle wissen, lololol, wir wussten es nicht, aber ihr wusstet es vielleicht. Und deswegen wird dieser kleine Stein jetzt diesen großen Stein wegschieben. Was so unglaublich viel Sinn ergibt. Ich sehe erstmal das Elixier! Moin! Yes! Lol! Und jetzt treffen wir auf Kollegen Larvitar. Oh, nice! Let's catch it, lol. Not. Aber komm doch eins, lol! Es gibt keine Wasser-Pokémon, lol! weiter geht's, ein Treppchen runter. Auch geil, wie man in der 5. Generation diese Steine jetzt immer in so Löcher schieben muss. Ja. Ich will jetzt Epic kämpfen lassen, weiß gar nicht wieso, aber ich hab einfach Bock. Vielleicht weil es Epic ist? Ja. Hier gibt's übrigens auch ein legendäres Pokémon zu holen, ich glaube aber noch nicht jetzt. Wahrscheinlich. Brutal Ander. Ja, denn Brutalander ist, wie wir alle wissen, ein legendäres Pokémon. Richtig. Du sagst ja deinen Namen schon. Haikyuu mit einem Kaumalord Level 50. Was setzen wir ein? Wir setzen selbstverständlich Head Smash ein. Machen wir halt wirklich, ne? Ja, natürlich. Ja, rein da. Immer rein da. Ja, immer ausweichen. Ja, Dragonclaw. Ja, Dragonclaw kann uns überhaupt nichts. Denn wir smashen nochmal rein. Sag mal, tut es eigentlich weh? Ja. Tut es. Definitiv. Du siehst es hier gerade. Epic nimmt Schaden. Weißt du was? Ich hau jetzt die Dragonclaw raus. Auf jeden! Jetzt reicht's mir. Jetzt bin ich böse. Jetzt bin ich schlecht gelaunt. LOL. Und hau noch ein LOL hinten raus. Und ja, die Weiterentwicklung von Kaumalab. Deswegen jetzt Dragonclaw mit einer... mit einem Stab-Boost und natürlich auch der sehr Effektivität ist sehr gut deutsch ausgedrückt. Richtig. Der Schwäche von Gabay gegen Drachenattacken. Ja, und wir kriegen Geld. Danke. Ja, vielen Dank, lieber Wanderer. Und hier ist wieder ein Stein, den wir verschieben können. LOL, hier nicht reingefallen ist. Manu! Manu, was soll da rein? Ein wildes Pokémon erscheint. Rihorn! AKA Horny! Wer kennt es noch? Warum war eigentlich... Ach nein, ich frag nicht. So, was denn? Moin. Wir kämpfen jetzt hier gegen Rihorn, beziehungsweise flüchten instantly. Wer kennt noch Horny? Ich kenn's noch.
Ja, ich erinnere mich auch daran. Nein! 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 Kommt nicht das Epische. Also das Shiny, das wäre schon episch. Mhm. Genau. Ja, genauso wie ein Shiny Brutal Under. Ja. Hätte was. Ja. Moin, Wanderer! Es geht! Under G, my name is... Clark is my name and I'm a hiker. Let's battle. I have a rum rolls. Shit! I think you have one too, but your rum rolls is in the box. The box, yes man, so we are just battling Gigalith against Epic, ladies and gentlemen, und wir greifen an mit einem Arm Thrust. Mit einem? Mit 12 Arm Thrust gleichzeitig, simultan in das Gesicht von Gigalith. Sehr gut. Doll. Wie? Oh shit, ausgewichen, Epic! Wie immer! Am Ausweichen! Auf jeden! Jetzt musst du dreimal treffen! Nein! Weich aus! Das geht gar nicht! Das geht nicht! Und das war's! Epic! GG! Hab ich schon mal erwähnt, dass Epic allen Attacken ausweicht! Das fette Schwein weicht jede Attacke aus! Es ist zu schnell! Defeated, es weicht jede Attacke aus! Das ist Epic! Hyper Potion! Ja. Wo müssen wir lang? Links, rechts, ich geh links lang! Erst mal nach rechts schauen! Echt? Ich glaube nämlich, dass links der richtige Weg ist. Ah. Genau so ist es nämlich. Ja, Max Reaper! Ja! LOL! Nein! Desolate Das ist nämlich der Fall. Und der Lavita ist doof. LOL, du Flamer! Nur weil du in der Hall of Flamer bist. Auf jeden Hall of Flamers! Hässliche Glückwunsch! Danke schon. Und ich bin froh, dass Lorandimor kein Franzose. Melzer ist ein sehr cooles Drachen-Pokémon der 5. Gen. Welcome, XU. Das ist unser Wasser-Pokémon, oder? Ja. nee. Tschüss. Ich hätte gehofft, das wäre unser Schnitzel. Moin, Horny. Ja, crazy shit. Nein, nicht in die Tasche. Da greife einfach mal in die Tasche. Ich witziger Mensch. What the fuck? Wo müssen wir lang? Unten oben? Ich würde sagen, der Weg geht dort weiter, wo der Felsen ist. Nee. Ja, da wo das Item ist, geht der Weg sicher nicht weiter, aber wir ziehen uns trotzdem weiter. Da wo der Felsen ist, geht's nach Hause zurück. Oder? Glaubst du ja? Oder? Gut ist das? Ich weiß es nicht. Ja, stimmt, deswegen gehen wir jetzt zurück und gehen die Treppe hoch. Ach du Scheiße. I have shit. Moin, Tanol, aka Baldum. Baldum. Baldum, man. Alde. What the fuck? Junge? Alde. Junge. Junge und Alder? Ich freu mich schon auf den Champ. Alde. Junge. Wir sind echt lustige Menschen, weil wir aus Prinzip kein Dingsschutz einsetzen. Crazy. Ja, das ist weil Shiny und so, das ist ja unser Prinzip. Ja, richtig. Also, dass wir in diesem LP ein Shiny treffen, wie wir drauf spekulieren, in diesem... Alter, wir sind krank. Nö. Ich muss manchmal immer feststellen, wie krank wir eigentlich sind. Hier liegt noch was, oder? Ne, da oben, da kommen wir jetzt nicht ran. Leute, ich würde sagen, machen wir weiter oder erst im nächsten? Moin. Kindwurm, da haben wir schon fast alle drei, was heißt drei? Es gibt noch ein paar mehr, aber viele Drachen-Pokémon, die wir treffen, muss man sagen. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann hier weiter. Oder? Ja, ne? Oder erstmal werden wir noch den Stein da unten verschieben. Das geht noch. Nee, das können wir nicht. Da müssen wir wieder ranklicken und wieder Yes sagen. Und Mann, aber da unten ist wieder ein Kind vergraben. Warte mal, das muss ich noch retten. Jeden, auf jeden Fall. Der Hyperball! Schon hier. Der ist wieder. Mann. Es tut mir echt leid, also. Im nächsten Part dann mehr Kinder retten und. Ja. Ich würde sagen, jetzt zum Schluss eine Schweigeminute fürs Kind, oder? Nee. Nee. Okay. Das dauert mir jetzt zu lang. Scheiße, bis zum nächsten Mal. Scheiß aufs Kind. Oh, was hast du gesagt? Ich bin raus. Phil bleibt drin und spielt weiter. Tschüss. GG. Ciao.